willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute erzähle ich euch eine kurze Geschichte. Ja, also bei mir und meiner Mom, wir sind ja fast symbiotisch, sagt man uns immer nach. Und ja, ist wirklich so, wir kriegen das ständig zu hören. Ja, na, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt ausschließen. Wenn so, vielleicht machen wir, wenn 1000 Leute eine Spaghetti an die Wand werfen und alle kleben bleiben, sollte man sich mal Gedanken machen. Es ist ja nicht unsere Wand. Ich habe ja gesagt, ne Wand, nicht unsere Wand. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich gerne mit meiner Mutter teile. Ich teile mein Calippo-Eis mit ihr, ich teile auch gerne ein Stück Pizza mit ihr, auch mein Abendessen. Aber es gibt 3 Dinge, die ich nicht mit ihr teile. Niemals. Wenn ich es verhindern kann, nicht. Also, das erste ist meine Milch, das zweite ist meine Milch und das dritte ist mein Zebra. Und so haben meine Mutter und ich in einem längeren Streitgespräch vor ein paar Wochen uns entschieden, dass wir ab jetzt getrennte Milch haben. Und sie hat sich dann 1 Liter Milch zugelegt und ja, ich weiß nicht. Also im Moment bin ich noch nicht sicher, ob es eine gute Idee war. Also ich habe jetzt ungefähr im Kühlschrank stand jetzt, glaube ich, 8 Liter Milch. Und meine Mutter hat jetzt ihren 1. Liter gerade weggetrunken. Und ich habe ihr jetzt gerade just vor ein paar Minuten gesagt, bis sie einen Ersatz hat, darf sie auch gerne von meiner Milch einen Schluck nehmen. Das heißt also, dass morgen die Milch gesichert ist. Ein Schluck war die Aussage. Ein Schluck. Ich glaube, solche Probleme haben normale Familien nicht. Ich habe das Gefühl, das liegt an mir. Aber auch an dir, weil du einfach von meiner Milch getrunken hast. Nein, aber es ist ja wirklich so, dass ich keine Begründung, keine Verteidigung und keine Berechtigung habe. Aber ich habe die Milch bezahlt, aber dennoch, sie hat mein Lebtag die Milch bezahlt. Aufgrund dieser Tatsache werde ich das Video hier und jetzt beenden, weil ich kann mich nur noch in einem schlechteren Licht darstellen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eure Milch teilt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die belle.riedmann@outlook.com. Und ich werde mich jetzt irgendwo in die Ecke stellen und überhaupt nicht schämen, weil ich kein schlechtes Gewissen habe. Mein Gewissen ist rein, wie unsere Bettlaken. Die ich übrigens noch nicht gebügelt habe, weil das Video immer noch an einem Stück ist. Also ja, bis dann. Tschüss.